Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kuhnohl. Samstagvormittag, fast gegen Mittag. Und wie ein richtiger deutscher Durchschnittsbürger fahre ich auch ich heute bis um 12 Uhr, hat er noch offen, der Wertstoffhof. Ist gleich hier ums Eck, ich muss dann noch einkaufen fahren schnell. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, werde ich das gleich für ein Feed-Hio nutzen. Soll es klappern und scheppern, das sind hinten meine Flaschen und meine ganzen Utensilien, die ich dabei habe, die ich jetzt abgebe. Nein, es sind keine Löffel dabei. Ein kleines Video. Ich möchte zwei Videos bringen. Oder vielleicht vier, mal schauen. Aber es wären eher zwei. Und zwar möchte ich über meine zwei Autos reden. Über den Soul e.V. und über den Kona Electric. Die Sachen, die mir gefallen und die Sachen, die mir nicht so gefallen, sind auch welche dabei. So, jawohl, Otto kommt. Hallo. Ja, wir kennen uns. Die Sachen, die mir gefallen und die Sachen, die mir nicht gefallen. Von beiden Autos. Ich habe mir, glaube ich, einmal so 6-7 pro Dings aufgeschrieben. Ich werde sie dann auch hier nochmal einblenden, die ich gut finde, die ich nicht gut finde. Wobei das natürlich meine eigene Meinung ist. Es gibt welche Leute dann, die sagen, ach wieso, ich finde das gar nicht so schlimm. Oder wieso hast du das nicht aufgeschrieben? Weil das finde ich zum Brechen. Aber, wie gesagt, das ist ja nur eine Meinung. Das ist der Unterschied zwischen YouTube und Journalismus. Da kommt demnächst auch ein kleines Video von mir. Der Unterschied zwischen YouTubern und Journalisten. Weil, ich habe das jetzt auch schon öfter mal gehört, da wird die Grenze immer enger. Finde ich jetzt gar nicht, aber wie gesagt, das ist ein separates Video. Das ist alles ein bisschen kontrastmäßig nicht so gut. Das ist halt, die Kamera ist nicht so gut bei dem Handy. Ja, schauen wir mal, wie es sich noch weiterentwickelt. Also, los geht's. Kommen wir zu den Positiven. Fangen wir mit den Positiven an, weil ich ein positiver Mensch bin. Für mich ist ein Glas immer halb voll. Für andere ist es halb leer, für mich ist es halb voll, aber es ist immer scheiße, wenn es halb voll ist. Es kann ganz voll sein. Also für mich sind alle Gläser ganz voll. Punkt Nummer 1, Reichweite. Reichweite beim Soul e.V. ist natürlich nicht so weit, wie jetzt die Reichweiten sind, die jetzt die neuen Autos haben. Zum Beispiel der Kona mit den größeren Batterien. Der hat ja eine 30er Batterie drin, das heißt, der war vor 2 Jahren up to date. Mittlerweile ist es nicht mehr, weil selbst die kleine Version vom neuen Soul sind ja, ich glaube, 39 Kilowattstunden, oder? 36, ich glaube 39. Und da sind diese 30 Kilowattstunden vom Soul e.V. eher unterer Durchschnitt. Der Ioniq, der alte, hat ja eine 28er Batterie, aber durch die Aerodynamik kommt er einfach weiter als dieses Auto. Nichtsdestotrotz ist dieses Auto, finde ich, reichweitentechnisch sehr gut, weil ich selbst im Winter immer so um die 200 Kilometer komme. Sind es knappe 100, glaub 195 oder so waren es jetzt, obwohl ja schon Winter ist und Heizung und Winterreifen und so weiter. Dabei, wenn es ganz kalt ist und ja, das Wetter wirklich sehr schlecht ist und Heizung wirklich komplett gebraucht wird und Schnee nur hat und so weiter, da bin ich schon bei 175 bis 180 Kilometer. Aber das bringen sehr viele nicht mal im Sommer zusammen. Habe ich auch schon gehört von Soul e.V. Fahrern. Immer natürlich, wie fährt man, wie effizient ist man unterwegs, und ich bin es schon bei den Verbrennern gewesen und bin es natürlich beim E-Auto auch. Landstraße und Stadt ist er wirklich enorm gut. Autobahn ist er richtig, richtig schlecht. Das muss man sagen.
Reichweite auf der Autobahn ist nicht gut. Aerodynamik ist einfach nicht gut und das merkt man. Platz 2 oder der zweite positive Punkt an dem Auto ist der Platz. Das ist einfach eine viereckige Kiste. Ja, quadratisch praktisch gut. Dieser Werbeslogan aus den 80ern ist für dieses Auto auch geltend. Er ist viereckig, er hat keine irgendwelche toten Ecken, wo man nichts reinbringt, weil er einfach ein Würfel ist. Aber wenn man nur Zahlen draufschreiben würde, könnte man den wirklich bei Monopoly verwenden als Würfel. Und das ist halt gut, er ist hoch, er ist lang, hinten ist er gerade und geht auch gerade runter, dementsprechend bringt man wirklich viel rein. Und das hat man bei Kona zum Beispiel nicht. Wir sind zu zweit, Einkäufe bringen wir da locker rein, wobei der Kofferraum ein bisschen kleiner ist, weil die Höhe dann, diese Hutablage ist zu niedrig angelegt. Das heißt, so ein Korb oder so mit dem Henkel kriegen wir dann schon nicht rein, aber das allgemein vorn Platz, hinten Platz, wenn man zu viert fährt und der Sitz, wenn eingestellt ist und ich hinten sitze, dann habe ich noch genug Freiheit im Kniebereich. Wunderbar, also platztechnisch ist er wirklich gut. Das Licht habe ich zum Beispiel als Punkt 3. Das Licht ist sehr gut. Es ist kein LED-Scheinwerfer. So, das ist dann diese, wie heißt das, Ellipsenolid-Lichter, also das mit der Lupe vorn drauf. Das ist eigentlich im Endeffekt eine ganz normale Lampe. Aber das Licht ist hervorragend. Für ein Nicht-LED-Licht, muss man sagen. Wirklich klasse. Und er leuchtet schön aus, hat einen schönen Hotspot vorn, also so auf, keine Ahnung, 150 Meter leuchtet er die Fahrbahn richtig schön aus. Das vermisse ich beim Kona zum Beispiel, weil es so ein LED-Licht ist, das einfach keinen Hotspot hat. Du leuchtest halt komplett aus, was zwar gut wäre, aber da fällt es an Leistung und Lichtleistung. Bei dem ist es da nicht so gut. Beim Soul ist das Licht erstaunlicherweise, was wird das, wenn es fertig ist, das weiß ich jetzt selber nun jetzt. Oh mein Gott. Also ich fahre schon langsam, aber wenn einer mit 65 auf der Hauptverkehrsstraße fährt, dann rollen sich mir wirklich die Fußnägel hoch. Tut mir leid, das geht gar nicht. Licht, top. Kommen wir zum vierten Punkt, die Klimaanlage. Da habe ich schon mal ein separates Video gemacht, im Winter, Elektroauto im Winter, die Klimaanlage ist wirklich top, also die hat eine unglaubliche Heizleistung, braucht natürlich dann auch dementsprechend Strom für kurze Zeit, bis er den Innenraum hochgeheizt hat, aber wenn er den dann hat, dann fährt er die Leistung runter und hält es dann so und dann braucht er mit der Luftwärmepumpe, die er drin hat, braucht er dann verhältnismäßig wenig Energie, da ist er irgendwo so bei 1 kW im Schnitt. Und dementsprechend schnell warm, angenehm zum Fahren. Man kann ihn dann noch einstellen als Driver Only. Das habe ich nie an. Und dementsprechend ist, finde ich, die Heizleistung enorm gut. Ich weiß nicht, ob es bei jedem E-Auto so ist, dass bei jedem E-Auto so eine gute Heizleistung haben. Aber der Soul hat es auf jeden Fall. Passt. Punkt 5. Fünfter Punkt ist die Dämmung von dem Auto. Ich habe schon ein paar E-Autos gefahren. Ich bin schon ein paar E-Autos gefahren, auch den Kona. Und ich finde den Soul EV extrem leise. Wir fahren jetzt 101 Stundenkilometer und der ist extrem leise. Keine Windgeräusche, fast keine Windgeräusche, fast keine Reifengeräusche. Jetzt habe ich ja Winterreifen drauf, das heißt, die sind ja auch nochmal lauter. Aber das ist extrem leise. Da ist der Kona aber weiter nicht so leise. Der Kona kostet einige Stecken mehr. Ja. Soul EV, Dämmung, hervorragend. Lautstärke innen drin beim Fahren, wunderbar. Einwandfrei, top. Kommen wir zum Negativen. Ja, auch so ein Auto hat ein Negatives. Und zwar habe ich
als größtes Ärgernis, Platz Nummer 1 als größtes Ärgernis ist für mich das Hölle-Armaturenbrett. Selbst bei so einem Wetter wie jetzt, wenn die Sonne nicht direkt scheint, ist das Armaturenbrett so hell, dass sich das komplett in der Windschutzscheibe spiegelt. Wenn die Sonne noch scheint, ist es ultra, ultra unangenehm. Vor allem, wenn man in einen dunklen Bereich reinfährt, wie zum Beispiel in einen Tunnel oder in ein Waldstück zum Beispiel, da fährt man fast im Blindflug. Es gibt zwar irgendwelche so Teppiche zum Drauflegen, das ist aus dem amerikanischen Bereich, gibt es das auch, habe ich schon öfter gesehen, aber nee, will ich nicht. Also, nee, habe ich keine Lust. Der normale Verbrenner, den gibt es mit schwarzem Armaturenbrett, schaut auch hochwertiger aus, finde ich. Aber dieses Armaturenbrett in diesem Grau ist es furchtbar hell. Das haben sie beim neuen EV ja geändert, Gott sei Dank. Aber bei dem ist es, den gibt es nur in diesem Grau. Wirklich ultra schlecht, gefällt mir gar nicht. Ein Minuspunkt von mir. Kofferraum, wie gesagt, platzmäßig passt er von der Höhe her. Das ist Punkt 2. Die Höhe des Kofferraums finde ich nicht besonders gut. Man kann es von unten dann die Klappe weg noch machen und man hat nochmal gute 5 cm. Wobei dann da so eine Ablage aus Styropor ist, eine Ablage aus Styropor ist und da kann man jetzt auch nichts draufstellen. Das heißt, die Höhe zwischen Kofferraumboden und Hutablage finde ich ist zu gering. Wenn man so einen Bastkorb dabei hat mit so einem Henkel oben drauf, da kriegst du die Tür nicht mehr zu hinten. Und deswegen ist es ein kleines Ärgernis, aber immerhin ein Ärgernis für mich. Genau. Punkt 3, die Multimedia-Anlage. Man merkt, oder allgemein, die Anzeigen sind nicht so hochauflösend. Die Farben sind nicht so brillant. Das sind im Armaturenbrett sind die Farben und die Aufteilung erinnert mich sehr an den ersten Mitsubishi Colt mit Digitalanzeige aus den 80er Jahren. Könnt ihr mal googeln. So schaut eigentlich das auch aus mit den Zahlen und das ist alles so grobschlächtig. Das ist jetzt nicht so schön aufgelöst. Das ist alles so verspielt. Das ist, ich weiß nicht. Also mir persönlich gefällt das jetzt nicht. Multimedia-Anlage ist ähnlich. Erst einmal ist die Auflösung nicht so gut. Zweitens mal ist die Farbgebung nicht so toll. Die Sichtweise ist teilweise, also der Sichtbereich ist sehr eingeschränkt. Und was noch ist, die Geschwindigkeit ist nicht besonders gut. Wenn man irgendwo drauf drückt, wenn man scrollt, der hat dann immer so Gedenksekunden drin, die in einem neuen Auto, das jetzt 2 Jahre alt ist, ich meine, okay, den gibt es ja glaube ich mittlerweile schon 4 Jahre, aber meiner ist jetzt 2 Jahre alt, da ist es wirklich so, dass das nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, finde ich, und das hätten sie ändern können. Beim neuen ist es besser, da habe ich schon ausprobieren können, da ist es um Längen besser. Und beim... Die G-Klasse ist einfach ein geiles Auto, oder? G500, echt ein schönes Auto. In so einem Matt-Silber. Oh, schön, schön, gefällt mir gut. Nicht schimpfen. Die Geschwindigkeit beim neuen Soul ist um Längen besser. Und auch beim Kona ist es auch besser. Wobei der Kona jetzt jetzt schon ein Facelift bekommt. Und dieses Facelift hat ja ein neues Display nochmal drin und das ist nochmal um Längen schöner und schneller, hochauflösender und die Farben sind ein bisschen schöner. Das muss man schon sagen. Aber selbst der jetzige Kona hat eigentlich eine schönere Grafik innen drin. Also das schaut ein bisschen aus wie, ja, wie eher 80er ist übertrieben, eher wie 90er Jahre. Kommen wir zu einem Ärgernis, das jetzt für mich jetzt nicht so besonders toll ist, und zwar die Klimatisierung. Jetzt könnt ihr sagen, wieso? Du hast doch gerade vorhin ein Plus gegeben für die Klimaanlage. Ja, habe ich. Aber die Klimatisierung, die Vorklimatisierung, das macht er ja. Das heißt, ich kann einstellen, bitte fahr. Also ich fahre um 5:30 los. Ich möchte um 5:30 möchte ich die Temperatur haben. Das kann er sogar sehr gut. Das Problem ist, dass er das nur kann, wenn er angesteckt ist. An einem Strom. Und ich denke mir, selbst mit der 30er Batterie hat er ja die Möglichkeit, das auch autark zu machen, ohne einen Stromanschluss. Und halt auf dem Siemens-Parkplatz, wenn ich dann irgendwann mal um 3:30, 4:30, 5:30, je nachdem, aus dem Haus komme, dass ich sage, Mensch, um 3:30 heizt er den hoch, ohne dass er angesteckt ist. Das ist dann schon, gerade wenn es geschneit hat oder so, dass das schön frei alles ist,
ist natürlich schon von Vorteil. Also ich sehe es als großen Nachteil, nur mit Stecker zum Vorheizen oder zum Klimatisieren. Finde ich ein wenig schade. Nimmt viel Komfort. Und wenn ich schon Standheizung drin habe, und das ist ja eigentlich eine Standheizung, und wenn ich schon eine große Batterie drin habe, oder so wie der halt mit einer 30er Batterie, ist das schon eine große Batterie, dann sollte der doch das möglichst schaffen, auch ohne Steckeranschluss. Ne? Kommen wir zum fünften Punkt, da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, auch wenn ich da schon einige kritische Stimmen gehört habe, und zwar der 15.000er Intervall. Es gibt E-Autos, die haben einen 30.000er Intervall oder alle 2 Jahre. Das wäre bei unserem Corona trotzdem einmal im Jahr, wenn wir im Jahr diese 30.000 zusammenbringen. So sind es 2-mal im Jahr, bei ihm ist 1-mal im Jahr. Ich finde 15.000er Inspektionsintervall zu kurz für ein E-Auto, weil man immer sagt, es ist nicht viel zu tun. Es wird auch nicht viel gemacht, vor allem gerade im Unterbodenbereich, da werden die Gelenke angeschaut und so, wunderbar. Aber die werden auch nicht abgeschmiert. Da gibt es keine Schmiernippel mehr. Das war früher, die Achsschenkel hat man früher abgeschmiert und so weiter, alle Jahr. Aber das ist alles jetzt ein bisschen, gibt es einfach technisch nicht mehr und dementsprechend braucht man es auch nicht. Bremsflüssigkeit kann man alle 2 Jahre messen und wechseln, wenn es schon sein muss. Das lassen wir eingehen. Aber 15.000 Kilometer, bei dem Auto geht es, weil es ist einmal im Jahr dann, weil ich halt so um die 15.000 fahre, das passt. Aber ist trotzdem ein bisschen ärgerlich. Also ich finde schon, dass man es alle 2 Jahre machen sollte. Oder 30.000 Kilometer. Bei VW geht es ja auch. Bei BMW glaube ich auch. Mir ist jetzt gerade noch einer eingefallen zum vorletzten Punkt. Und zwar, es gibt keine Anhängerkupplung für das Auto. Für den Verbrenner gibt es eine Anhängerkupplung. Aber für den E gibt es keinen. Und das finde ich ein wenig schade. Für einen neuen Kona Facelift gibt es einen. Allerdings glaube ich bloß für einen Fahrradträger. Eine richtige Anhängerkupplung gibt es immer noch nicht. Es ist interessant, weil die Leute neben mir sind gerade in ein Auto eingestiegen und die schauen mich an, als wäre ich ein Außerirdischer. Passt doch, ich stehe doch drin! Ja, passt schon. So eine Parkerei, sagt er, man kann sich doch gleich quer einstellen. Ja, du mich auch. Komm. Computerstickerei. Aha, bei dem kaufe ich nichts. So. Anhängerkupplung. Das hast du eigentlich bei fast keinem E-Auto. Es gibt mittlerweile ein paar, ja, aber so richtig hat sich das Thema, glaube ich, noch nicht rumgesprochen, dass die Leute das halt wollen. Hätte ich eine, wenn ich eine bekommen könnte? Ja, ich hätte eine. Ich würde eine hinmachen, weil ich habe ja so einen, von meinem Schwiegervater gibt es so einen kleinen Klaufix. Und der hat so einen kleinen Klaufix und den würde ich öfter mal benutzen, wenn es Not am Mann ist. Ganz einfach. Also leider gibt es keinen. Letzter Punkt, Ansprechverhalten, Tempomat. Und zwar wenn ich, ist ja wurscht, 100 auf der Landstraße fahre und fahre dann in eine Ortschaft rein und fahre dann meine 50 weiter und behalte den diese 100 Stundenkilometer aber noch im Speicher, dass wenn ich aus dem Ort rausfahre, einfach wieder auf Reset drücke und die 100 Stundenkilometer wieder anklicke, braucht der ewig, bis der anspringt. Dann gibt der Gas wie die Hölle, also das ist wirklich, dann geht er ab, denkt man, es braucht es eigentlich gar nicht so schnell, aber bis der anspringt, vergehen lockere 5 Sekunden. Also du fährst, keine Ahnung, 55 aus der Ortschaft raus und irgendwann einmal drückst drauf und denkst dir, hä? Ich habe doch draufgedruckt, wieso macht er nichts? Habe ich die 100 überhaupt noch im Speicher oder habe ich schon draufgedruckt auf 55? Ja, und auf einmal merkst du, ah, jetzt kommt er langsam, also er geht hoch und dann hinter dir die Autos, die fahren natürlich dann schon auf, weil die sich denken, wieso fährt er denn nicht zu? Das ist ja eh, der kann nicht. Aber es liegt eigentlich am Tempomat. Irgendwann mal, wenn er dann so nach 5 Sekunden sich entschieden hat, loszulegen, dann legt er richtig los, dann geht er ab. Dann geht er fast mit Vollgas dann auf diese 100 rauf. Das müsste jetzt auch nicht sein, aber das ist doch eine Software-Sache. Das müsste man doch einstellen können eigentlich, denke ich. Schön wäre auch, wenn er im Display dann die gewählte oder die vorher gespeicherte Geschwindigkeit anzeigen würde. Dann würde es nämlich sagen, ich habe meine 100 noch drin, also drücke ich drauf, jetzt fährt er 100. So ist es oft einmal ein Rätselraten, bis wie viel beschleunigt er denn eigentlich, weil manchmal
drückst trotzdem in der Stadt auf 55 drauf und dann drückst auf Reset, was du denkst, nein, der hat ja nur die 100 drin, hat er aber nicht mehr. Das ist beim Kona besser, da wird es nämlich angezeigt, bei ihm leider nicht. Das Display hätte er dafür, habe ich auch schon mal an Kia geschrieben, scheinbar, die haben gesagt, nee, das geht nicht. Da bin ich mir sicher, dass es geht, aber die wollen halt nicht. Beim alten Auto wahrscheinlich nicht mehr nötig. Das waren meine Tops und Flops vom Kia Soul e.V. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr ähnliche Erlebnisse mit eurem Soul gehabt habt und die ähnlichen positiven und negativen Punkte habt oder auch ganz andere. Kann ja sein, dass ich was vergessen habe. Und wir sehen uns wieder auf dem Kunol. Servus sagt locker, euer Fokker.